كان علي إلقاء النشيد الوطني كل صباح في الساعة 7 في ساحة المدرسة. أتحدث عن جمال بلدي وكم هو عظيم، ولكن كل مرة كنت أفكر في نفسي لماذا ألقيه وأنا أعلم أن بلدي محطم. Mein Name ist Naja Şakir und ich möchte heute Ihnen erzählen, warum Demokratie auch meine Stimme braucht. Ich habe eine Welt ohne Demokratie erlebt. Ich bin in einer Welt ohne Demokratie geboren. Ich weiß, wie es ist, wenn ein einzelner Mensch über Schicksale von Tausenden entscheidet. Ich habe gesehen, wie es ist, wenn Frauen und Mädchen sich nicht trauen zu sprechen. Ich kenne ein Leben, in dem man keine Stimme hat. شاركت عائلتي في المظاهرات في سوريا ودائما ما كنا نناضل من أجل الحرية. المظاهرات في سوريا ليست مثل المظاهرات في النمسا. المظاهرات في سوريا يعني تعريض حياتك للخطر. إذا قتلت شخصا في سوريا فسأبقى حرا، أما إذا طلبت الحرية أو أعطيت رأيي فسأذهب إلى السجن. Ich war nur ein Kind damals und habe vieles nicht verstanden. Aber jetzt blicke ich zurück und sehe die Dinge anders. Kinder sehen Dinge, die sie nicht sehen sollten. Alle wissen, dass Mord ein Verbrechen ist und dennoch erleben sie es jeden Tag. Wie sollten Eltern ihre Kinder gut erziehen, obwohl sie tagtäglich Verbrechen miterleben? In so einer Welt will ich nicht leben. Das dachten sich auch meine Eltern, als sie sich entschieden haben, mit uns das Land und unser Zuhause zu verlassen. Wir sind damals aufgebrochen auf eine Reise zur Demokratie und es war ein langer, schwerer Weg. Dieser Weg werde ich niemals vergessen. Es war ein lebensgefährlicher Weg, durch Wüste mit Waffen gegen uns gerichtet. غادرنا سوريا عندما كان عمري 8 سنوات. كان والدي يعمل لحسابه الخاص وكان لديه شركته الخاصة. كنا نعيش بشكل جيد للغاية وكانت لدينا حياة جيدة للغاية والتي انتهت فجأة بالنسبة إلينا. Unser Weg führt uns zuerst in die Libanon, wo wir nur ein paar Monate blieben. Die Ablehnung gegen Menschen war für mich unfassbar. Menschen haben gegen andere Menschen protestiert. Diese schreckliche Ablehnung trieb uns weiter nach Ägypten. Doch mein Vater konnte einfach keine Arbeit finden und konnte für uns kein Leben aufbauen. Unser Weg für die ersehnte Demokratie führt uns weiter nach Libyen. Doch wir waren noch lange nicht angekommen. In Libyen durfte meine Schwester nur mit Niqab rausgehen, weil sie sonst beschimpft und verachtet wurde. Wir haben 2 Jahre dort gelebt und in ständiger Angst und Unsicherheit. Ich durfte endlich wieder zur Schule gehen, aber gelernt habe ich dieser Zeit nicht. Wir verfolgten unseren Weg weiter und kamen in die Türkei. Wir lebten 2 Jahre in Mersin, eine Stadt, die nur von außen schön ist. Sie geprägt von Rassismus gegen Araber und dieser Rassismus geprägt unseren Alltag. Ich war nur 12 Jahre alt, als wir endlich zu Österreich kamen. Oft frage ich mich die Frage, was ist dieser Weg wirklich wert? Wir vermissen unser altes Leben, besonders meine Eltern. Es schmerzt es sehr und das spüre ich jeden Tag. Mein Vater möchte immer das Beste für uns. Es schmerzt ihn, dass er nicht das gleiche Leben bieten kann wie früher. Aber geht es uns besser? War das alles wert? Die klare Antwort ist ja, denn ich will nicht, dass meine Stimme unterdrückt wird. Ich will nicht leise sein und ich werde nicht leise sein. Ich möchte zu meiner Meinung stehen können. Das ist für mich Freiheit und das bedeutet für mich Demokratie. Ich darf frei entscheiden, ich darf mitentscheiden, ich darf wieder Träume haben. Ich habe von Menschen im Krieg gelernt, Geduld zu haben und durchzuhalten. Kinder wissen nicht, ob sie den nächsten Tag erleben und trotzdem kämpfen sie immer weiter. Mein Traum, wenn ich groß bin, ist, diese Menschen zu helfen. Menschen, die im Krieg sitzen
und wissen nicht warum. Mein Traum ist Psychologin zu werden. Jeder Mensch, der Krieg erlebt hat, braucht psychologische Hilfe. بالنسبة لي الديمقراطية تعني الأمل، أمل لي ولأحلامي، وأتمنى هذا لسوريا أيضا. سوريا هو موطني الذي أحبه كثيرا، أتمنى أن أجرب الديمقراطية والحرية هناك أيضا يوما ما. أتمنى نفس الحياة لابنة خالتي في سوريا، عندما نتحدث عبر الهاتف لا أخبرها عن مدرستي أو الأيام الجميلة في النمسا، لأنني أعرف حالتها وأعلم أنها لا تستطيع الحصول على ذلك. ولكنني أريدها حقا أن تعيش أيام أفضل من هذه يوما ما. هذا هو بالضبط ما أريده لجميع الناس. Aber kein einziger Stimme überhaupt einen Unterschied machen, so wie ich hier stehe und meine Rede halte, bin ich das beste Beweis, dass auch meine Stimme Unterschied macht. أقل ما يمكنني فعله هو رفع صوتي. حتى لو لم أكن سياسيا أتمتع بالكثير من السلطة أو الكثير من المال، حتى لو لم أدرس بعد، لا يزال بإمكاني رفع صوتي. Nicht alle können ihre Stimme gegen Ungerechtigkeit und Rassismus erheben. Wieso müssen sie sich denn noch etwas gefallen lassen? Ich erhebe meine Stimme für alle, die keine haben. Sie ist mein Werkzeug, um Steine ins Rollen zu bringen. Sie ist meine Waffe im Kampf für Demokratie und Freiheit. Das kann sie für alle sein. Auch wenn wir keine Macht, weniger Geld oder weniger Ausbildung haben. Eine Stimme haben wir alle. خلونا نستعملها.